You need to know that I'm a So, wieder halt. Jetzt kommt zurück zu einer Ausgabe von Need for Speed Payback, einem neuen Tuning-Video. Und wir schauen uns heute ein Auto an, ja, was eher nicht so in der echten, realen Welt getuned wird, nämlich den Porsche 918 Spyder, dieses wunderschöne Kfz aus den, ja, aus Stuttgart. Und ja, den werden wir heute tunen. Und ja, wie gesagt, in echt gibt es für so ein Auto keine Tuning-Guide. Das ist ein Auto, was einfach nicht getuned wird, weil es ist halt vom Werk aus schon eigentlich Endstufe. Das Einzige, was man halt dazu tunen kann, das ist von Porsche selber, ist das Weissach-Package, was nebenbei sehr, sehr geil aussieht. Mich würde es sehr freuen, wenn wir das zur Auswahl haben. Ich glaube nicht, dass wir das haben werden. Mich würde es freuen, deswegen warten wir gleich einfach mal ab. Ich würde mal sagen, wir fahren mal rüber zum Airfield und schauen dann gleich einfach mal. Ich muss noch kurz andere Sicht wählen. Das ist mir ein bisschen zu weit. Nein. Ja, hier hätte ich gerne. So, wir fahren nämlich jetzt rüber zum Airfield und dann werden wir mal gucken, was wir aus dem 918 Spyder in dem Spiel noch so rauskitzeln können. Weil, wie gesagt, ich kann mir da jetzt beim besten Willen nicht noch irgendwas groß vorstellen, außer das Weißach-Packet. Wie gesagt, ich würde das mal freuen, wenn es das überhaupt geben würde. Das wäre für mich schon ein Tuning-Teil, wo ich mir schon genug den Arschstube abfreuen würde. Weil, wie gesagt, Weißach-Packet sieht beim 918 Spyder einfach dezent sexy aus, samt der Lackierung. Wobei ich da hoffe, dass da die Community mir helfen wird, weil ich denke mal, da werden nicht weniger auf den Gedanken gekommen sein, ich mache das Weißach-Design für die Kiste. Mich würde es mega freuen. Ich glaube, ich fahre gerade komplett falsch, kann das sein. Das ist passiert, wenn man ohne Navi irgendwo hinballert, liebe Leute. Dann passiert das hier. Obwohl, wir fahren gar nicht so falsch. Nö, geht sogar. Ich bin ein bisschen andere Route diesmal gefahren, aber an sich, nee, wir kommen zum Airfield, alles gut. So kommen wir auch zum Airfield, alles super. Fahren wir den Porsche ein bisschen mehr. Den kann man jetzt serienmäßig auch in dem Spiel schon gut fahren, ohne halb am Steuer einzuschlafen. Das ist ganz, ganz angenehm von der Leistung, die der Wagen hat. Und ich bin echt mega Fan davon. Ich finde den 89 Spyder unglaublich sexy. Natürlich nicht so geil wie ein Carrera GT, aber das liegt hauptsächlich am Motorklang. Hier haben wir einen V8 Hybrid drin. Beim anderen ist ein schöner V10 eingepflanzt. Das ist dann so eine leichte Geschmacksfrage. Also kreischende V10, da geht mir ein bisschen mehr einer ab, muss ich dann einfach sagen. Ne? Da geht da unten in der Hose, da ist da richtig Party. Bei V8 Hybrid ist leistungstechnisch Party, aber nicht klangtechnisch. Und ich finde ihn jetzt auch klangtechnisch hier im Spiel gar nicht mehr so brutal geil. Obwohl Need for Speed ja an sich sehr gute Motorenklänge hat, das muss man dem Spiel immer zugute halten. Da ich das halt nicht so tausende Autos im Spiel haben, können sich halt auf ein paar konzentrieren und die halbwegs gut machen. Was ganz schön ist. Und wir müssen einmal hier links und dann gucken wir nochmal, was wir daraus so pimpeln können. Ne? So nach und nach kriegen wir langsam alle Autos durch. Ich bin auch im Überlegen, das könnt ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben. Soll ich Autos, die wir Let's Play schon hatten, trotzdem nochmal tunen? Das müssen sie trotzdem einfach mal holen. Schreibt es gerne einfach unten rein, wie ihr Bock drauf habt. Von mir aus können wir das gerne machen. Man kann die ja auch nochmal anders tunen. Dementsprechend einfach mal in die Kommentare schreiben, ob wir uns wirklich alle Autos nochmal vornehmen sollen oder wirklich nur welche, die wir im Let's Play, im Haupt-Let's Play nicht hatten. Das war das kleine Effekt. Manchmal bin ich mir selbst nicht sicher, ob ich ein Auto im Let's Play hatte oder nicht. Beim 89 bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, aber ich glaube, wir hatten ihn nicht. So, ich hole mal hier ganz kurz den Aventador vom letzten Mal, ja? Weil der Kollege hat nämlich ein Airwide drin und ja, so geil ich ihn aber darauf finde, ich möchte gerne das Airwide für unseren Porsche haben. Ja, der 918 Spyder muss natürlich, wie sich das gehört, auf den Boden geschmissen werden. Und das macht man nichts anderes als mit dem Luftfahrwerk in einem Porsche. Ja, das ist absolut richtig und ich sehe da auch gar kein Problem mit. Kein Scheiß, hätte ich so ultra viel Geld, dass mich das nicht jucken würde, wenn ich selbst 918 Spyder auf den Boden schmeißen. Obwohl da ja schon nicht mehr so viel Platz ist. Deswegen gucken wir jetzt erstmal, was so geht an Höhe. Das ist schon mal okay. Das ist schon mal ganz okay. Also damit können wir schon mal leben. Das wäre jetzt schon so, dass es halt noch halbwegs schleiffrei ist. Es würde höchstwahrscheinlich vorne schon hart eng werden. Aber so ist gut. Das ist eine schöne Tiefe. So, jetzt gucken wir mal Bodykit-Deck. Was geht denn da so? Wir können erstmal die Fenster tönen. Machen wir aber nicht, weil ich die originalen Sitze halt geil finde. Die darf man auch gerne sehen. Außerdem habe ich Geld dafür ausgegeben. So, Haube. Alter, wie viele Teile haben wir denn da? Ah, okay. Haube sind bei dem mit Kotflügel. Stimmt. Der Porsche, die Kotflügel sind ja in der Haube mit integriert. Okay, wir haben einmal die normalen Einlässe. Die finde ich persönlich gar nicht mal so sexy. Da sieht das vom Alchemist schon besser aus. Dann haben wir die Originaleinlässe. Lukas, eine Lippe, was mich hier gerade stört. Dann haben wir die Originaleinlässe plus Einlass vorne. Das wirkt ein wenig breiter, oder vertue ich mich? Alter! Junge, das ist ja... Also wenn man jetzt mal so guckt, das ist ja... Ist ja widerlich viel mehr. Guck dich mal an, wie viel Spurbreite da kommt. Guck dir das mal an! Ich hätte jetzt gerne Zentimetermaß im Spiel, um einfach mal zu messen. Das ist ja abnormal viel. Alter. Also an sich finde ich das cool. Das Problem ist, was jetzt damit kommen könnte, dass die Proportionen des Autos absolut falsch kommen werden, weil
Das Problem ist, jetzt passen Kotflügel so von Breite, Längenverhältnis zum Fahrzeug. Wenn wir die Karre jetzt halt in der Breite gefühlt das Doppelte machen, wirkt er halt von Länge so gestaucht. Aber an sich, Alter. Okay, haben wir komplett clean? Nee. Doch, haben wir. Ah, dann haben wir noch oben nochmal Einlässe. Dann haben wir da oben ein. Alter, wie viele Versionen gibt es denn? Ich finde, komm, wir... Das gibt's auch noch? Ne, wir machen, wenn, möchte ich komplett radikal. Genau, wir nehmen erst, wir machen erstmal richtig asozial. Und mit richtig asozial meine ich, wenn wir jetzt mal so gucken, ne, Fahrzeug gesagt. Wir vergleichen mal kurz die Heckbreite mit der Frontbreite. Guck, Alter. Ist für Drift Kites optimal, ne? Formula D wird sich freuen. Alter, ey. Ihr seid ja komplett gestört. So, Scheinwerfer. Dann machen wir ruhig mal, kommen wir auch mal gelbe rein. Finde ich im Porsche immer gar nicht mal so unsexy bei den Rennwagen. Heilige Scheiße. Also wir haben sehr viel Kotflügel, Haube und sowas. Eine Stoßstange leider, nur da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Das Problem ist... Also an sich sieht die geil aus. Ist recht, weil die so ein bisschen 911 GT1 hat. Warte mal, aber die passt, glaube ich, nur mit schmaleren Hauben zusammen vernünftig, ne? Ja, dann wirkt die stimmig, weil dafür... Ich mache das jetzt trotzdem mal so. Wir machen jetzt mal richtig assig. Wo kommen da Seitenbleche dran? Ah, da kommen noch Leitbleche dran. Wir haben jetzt halt diesen fetten Ausschnitt vor. Theoretisch müssten wir jetzt schmal gehen. Aber ich finde die Stoßstangen vom Design geil. Das ist mein Problem. Alter! Was ist denn da? Das ist einfach nur schlimm. Das ist nur das Originalteil in Carbon. Naja, ja. Komm! Also ich bin gerade eh dabei, komplett zu eskalieren. Alter! Also, wie gesagt, ich bin mit der Einstellung reingegangen. Wir können Weißach-Package machen. Können wir nebenbei nicht. Gibt's nicht. Aber was man hier... Alter, für den 918 ist da schon ein bisschen viel Tuning, was man da geht. Krasse Scheiße, hätte ich nicht mit gerechnet, ey. So, Spiegel. Da können wir sogar die mal dran machen. Warum nicht? Da können wir jetzt mal ein bisschen was anderes machen. So, Seitenschweller. Ah, Carbon-Flap unten. Okay. Okay, nochmal Einlass. Mehr Carbon-Flap. Und Aussparung. Das könnte man theoretisch jetzt machen, weil da wird es nämlich zur Front passen. Dass vorne auch ausgespart ist. Aber... Wir haben hier einen krassen Carbon-Flap und ja, Ende der Durchsage, mehr brauche ich dazu nicht sagen, oder? Okay, wir können... Okay, hinten gibt es leider weniger. Ich hätte jetzt zum Beispiel das hier mit dem Carbon-Einlass cool gefunden. Aber wir können hinten halt auch weitergehen. Hinten sieht man jetzt halt insbesondere, wie viel breiter das wird, ne? Weil das ganze Scheißteil, was da angesetzt wird, ey. Pah. Alter. Das ist ja abnormal breit, die Karre, ey. Nicht, dass ich das schlecht finden würde. Aber ich fände es sogar, glaube ich, geiler mit Nieten. Oder eben komplett in Karosserie verbreitet und nicht so komisch angesetzt. Weil so wirkt das irgendwie unglaubwürdig, außer wir haben Putterfix wie Sau genutzt. So, wir haben hier unten noch Flaps, glaube ich. Ne, waren keine mehr. Okay, wir können noch Heckstoßstange. Da können wir die Dinger in Wagenfahrer machen, werden wir nicht. Ich hätte jetzt eine Carbonkugel gefunden, aber in Wagenfahrer machen wir die sicher nicht. Nummernschild können wir noch ändern, genau. Jetzt mal wieder meine Tastatur rankommen. So, haben wir das auch. Ja, haben wir. Ist gut, reicht. Rahmen. Komm auch, ich mein Speedhunters Rahmen. Und dahinter können wir... Komm mal, rotes Kennzeichen, das ist böse. So, Diffusor. Jetzt bin ich mal gespannt. Alter. Okay, der ist zu harmlos. Nee, der ist zu harmlos. Wir nehmen den assigen. So. Jetzt sind wir ja schon recht assig. Ich bin jetzt echt gleich gespannt, was bei Spoilern kommt. Ich kann mir ja nur vorstellen, dass wir da auch böse auf Renntheke gehen werden. Weil es muss ja irgendwas sein, was die Proportionen auch noch am Heck widerspiegelt. Alter, das Ding sieht ja so assig aus, Junge. Okay. Okay. Ha, genau, wir sprechen meine Sprache. Sehr schön, das passt nämlich zu dem, was wir hier gemacht haben. Boah, aber die Ducktails sind ja... Boah, die Ducktails sind ja richtig sexy. Richtig schöne Ducktails. Aber, so geil Ducktails sind, ein riesen montierter Heckflügel ist halt einfach noch geiler. Ist recht in Kombination mit allem anderen. Junge, Junge, ey. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Felgen. Die sind zwar ganz sexy, passen aber überhaupt nicht mehr zum Auto. Wir brauchen Tiefbett, damit die Karre halt schmaler wirkt, versteht sich. Auch sowas könnte man machen, ne? Oder sowas? Warte, ich mach die mal drauf. Ich finde die vom Design gerade irgendwie leider geil. Und da wir eh komplett über die Stränge schlagen, kann ich jetzt auch bei den Felgen einfach komplett Fick auf Design geben, finde ich. Finde ich, habe jetzt das offizielle Go für alles. Oh, die Bremssättel werden wir nicht tauschen. Die Bremssättel werden wir nicht tauschen, weil ich sehe gerade, die sind diese schöne Neongrün vom, das werden wir schön so sein lassen, weil da werde ich nichts dran machen. Reifen können wir mal schön Einlass machen. Bremse lassen wir, wie gesagt, die Finger davon, weil dafür ist die Fahrweise viel zu geil. Die kriegen wir sonst nicht wieder. Passen die Felgen optisch? Ich mag sie. Ich mag sie. Die sind halt auch nochmal komplett vollkommen drüber, aber das ist eigentlich optimal. Eigentlich ist das genau das, was wir haben wollen. So.
Weißer Package. Ich hoffe drauf. Okay, wir haben zum Beispiel die Martini-Lackierung vom, oder die orange-blaue Lackierung, nicht Martini, vom RSR. Gab es ja auch einen 918 RSR Concept Car. Das gab es unter anderem auch in Need for Speed 1. Super geile Kiste. Und da ist weißer Lackierung, die ich meinte. Ich finde die Alter einfach ultra sexy. Die passt auch perfekt mit den gelben Folierungen. Hinten den schwarzen Teil müssen wir halt wegmachen, weil das sieht verkehrt aus, weil der hat da diese Finnen dazu lackiert, die eigentlich auswählbar sind. Die haben wir natürlich nicht. Wir können natürlich auch einfach grau Martini machen. Wäre natürlich auch nicht verkehrt. Martini geht natürlich auch immer. Dann haben wir hier 918 Rennwagen-Lackierung. Auch sexy. Oh, die ist echt sexy. Aber dann geht die ganzen geil brutalen Teile so unter. Sagte er, während die Karre trotzdem immer noch assig aussah wie sonst was. Martini geht natürlich auch immer. Wir könnten echt Martini-Porsche machen einfach. Ne, matt nicht. Ich bin echt überlegen, weil ich brauche eine Lackierung, die diesen Formen, diesen asozialen Proportionen gerecht wird. Es muss halt betont werden wie Arsch. Muss halt sagen, so, oh geil, das Ding ist breit. Wolfman-Lackierung ging ja auch klar. Dann haben wir noch Gulf. Schöne viel klassische Designs gemacht, das gefällt mir gut. Ja, ein weißer in schwarz-weiß. Ging ja auch. Hinten aber nochmal Martini. Ich bin auch gefühlt der Einzige, der die Karre breit gebaut hat, von den Designs zu sprechen. Ja, das ist drüber. Auf. Warte mal. Boah, ich finde den Grünton geil. Ich finde den Grünton richtig geil. Die Heckpartie in schwarz, finde ich, kann man dann sogar lassen. Scheiß drauf. Nee, ich finde die Kombination gerade einfach viel zu geil. Die scheppert mich ja richtig weg. Die Scheibe muss weg. Das gefällt mir nicht. Warum ist die Seite jetzt da... warum ist das da jetzt nicht mehr grün? Bin ich jetzt bam. Schauen wir mal kurz an Diekel hin. Der hat irgendwie mit dem Scheibensticker da was in... Warte mal. Löschen. Warte mal, ich will mal kurz auf die Scheibe. Mach ich damit? Das wäre ja vollkommen behindert. Wenn der so einen Bug hätte damit. Ich würde gerade gerne wissen, wie ich das Teil da wieder grün kriege. Den Kotflügel. Ne, da ist er nicht. Wo ist der scheiß Kotflügel, ist die Frage. Mal kurz gucken, wie wir den erwischen. Ne, hier auch nicht. Das wäre natürlich ein schöner Bug mit dem Design, wenn das jetzt nicht ginge. Weil, wie gesagt, ich komme da nicht hin. Ihr seht, wenn ich jetzt hier rüber gehe, zack, verschwindet das. Da kann ja nichts Schwarzes sein, weil das wäre ja dann trotzdem da drunter. Das wäre jetzt echt schade, weil da müssen wir die... Komm, da machen wir die ganze Karre in dem Grün. Ist mir egal. Lackieren wir die ganze Karre in dem Grün. Mal gucken, wir den Grünton treffen vielleicht. Ich gehe mal eine andere Ansicht. Weil den Grünton finde ich sexy. Von mir aus können wir nur den Grünton nehmen. Ach, hinten hat er noch Designs drauf. Nee, das machen wir ruhig mal alles runter. Komm, wir machen jetzt einfach komplett knallegrün. Wir machen jetzt einfach grün. Grüner Porsche, fertig ist. So, fertig. Fertig ist das Thema. So einfach machen wir das jetzt. Weil irgendwie fühlt das viel zu geil dann. Ich mag den Farbton. So, jetzt müssen wir nur ein bisschen weniger Chrom haben. Hochglanz. Ja, ich weiß nicht warum. Ich finde, wir machen es einfach so. Schön schlicht, also in Anführungsstrichen schlicht. Ich finde es ganz sexy so eigentlich. Machen wir so, komm. Müssen ja nicht immer fettes Design drauf haben. Grünes Nitro haben wir, perfekt. Haben wir noch grünen Reifenquallen zufällig rumliegen. Grüner Reifenquallen haben wir auch noch. Jetzt haben wir vielleicht noch grünes Neon. Oh, da haben wir auch noch, sehr gut. Perfekt. Und Luftfederung haben wir auch noch. Ja, guck hier. Da wird der Porsche hier richtig sexy. So, dann gehen wir mal raus und schauen uns das Ding jetzt mal draußen an, weil es ist natürlich auch interessant, wie das Ding mit Luftfahrwerk wirkt. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Erkältung, ein wenig Schnupfen. Ich sag mal so, ist breit. Alter, der wirkt von hinten, wirkt er von den Proportionen schon zu breit, weil er ist zu niedrig für die Breite. Also er wirkt plattgedrückt, wie so ein Frosch halt. Alter, aber die Front, Alter, gefällt mir echt gut. So, jetzt legen wir mal ab. Das war die falsche Kamerataste. Ah, Gottes Namen. So. Das, liebe Leute, kann man auf jeden Fall, würde ich einfach mal sagen, so stehen lassen. Das sieht doch schon mal gar nicht mal so unsexy aus. Ist halt total drüber, total assig.
Aber sowas wünsche ich mir von dem Tuning-Rennspiel, dass ich mir ein Auto nehmen kann, wo du in echt niemals das dran tunen würdest und komplett über die Stränge schlagen kann. In echt würde keiner nur 18 nehmen und das draus bauen. Wenn ja, wenn es jemand gemacht hat, bitte melde dich. Ich feiere dich richtig hart, aber ich finde das Ding richtig geil. Also vorne hat er so von der Optik mit der Stoßstange so ein bisschen was von Carrera GT, so vom Look her. Und sonst ist er halt einfach komplett drüber, ne? Er ist recht die Breite, das ist halt einfach total bekloppt. Er ist recht die Heckpartie. Guck mal, wie breit das Ding ist. Der Spoiler ist nicht mal so breit wie die Karre. Junge, Junge. Aber ich bin damit raus für dieses kleine Video. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ihr alles gerne einen Daumen oben da und wie gesagt, schreibt mir unten rein, ob ihr auch alle Autos getuned haben wollt. Würde mich interessieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschö, tschö.